So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und das letzte Mal haben wir Level von Alina gespielt, wo ich mich teilweise echt blöd angestellt habe. I'm sorry. Und jetzt zu Sound. Schauen wir uns mal Level von Chosen an. Der hat nämlich auch was gebaut und der hat ja zumindest bei SMW immer Uff gebaut. Ja, schwieriges Zeug. Mal schauen, ob das hier auch geschafft hat. So diese Chosen-Schwierigkeit, ob er die hier auch eingebaut hat. Ich hab Angst. Starten wir mit dem Athletic Airship Adventure. 10,27% klingt allerdings ganz nett. Wir gucken mal rein, was es so gebaut hat. Der gute Chosen. Ist jetzt eine Seltenheit. Ich spiele ja sonst eigentlich immer, wenn er dabei ist, so als Kommentator. Aber aktuell würde das ja nicht mal mit SMW gehen aufgrund des Internets. Ich könnte aktuell weder Leuten was übertragen, sodass auch niemand zuschauen könnte. Aber ich glaube, er hat einfach nur nette Level gebaut. Ich glaube, der hat nichts Schlimmes gebaut. Das war ja selten dämlich. Aber wir werden sehen. Vielleicht. Oha. Ach, das geht runter. Ja, guten Morgen. Ich habe jetzt gar nicht die Beschreibung gelesen, ob die roten Coins optional sind oder Pflicht. Das sind nämlich einige. Aber wenn die so natürlich so schnell kommen, dann sind die auch recht schnell zusammen. Oh mein Gott. Das ist gar nicht viele Kanonen, aber ich glaube, ich kriege gleich wieder einen Pilz. Das ist kein Pilz. Oh, das ist ein Pilz. Oh, kommt hier Feuer? Da habe ich jetzt aber Glück gehabt, dass ich das, ich habe es zwar... Ah, nice. Checkpoints gibt es auf jeden Fall. Gut, ich denke, das ist ein nettes Level. Ich glaube, anfangs hat er noch nicht so schlimmes Zeug gebaut. Da oben ist auf jeden Fall meine Coin. Komme ich da jetzt schon ran? Nee. Nee. Mir scheint nicht. Auch nicht mit Anlauf, oder? Sieht nicht danach aus. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Ach so. Wahrscheinlich von der anderen Seite, ja. Oder so. Ah, das ist fest hier. Jetzt wollte ich durch das T durchlaufen, aber es war fest. Hoch. So. Aber schön gebaut auf jeden Fall. Das ist ja sein erstes Level, also ui. Ne? Ordentlich Mühe gegeben. Er kann zwar von SMB schon gut bauen, aber auch schon ordentlich Mühe gegeben, so für ein Mario Maker Level. Sehr schön. Warum auch immer das jetzt da war. Oh, da ist eine Coin. Oh Gott, die wird mich killen. Nein, die killt mich nicht. Wow. Gib mir den. Gib mir den. Ja, der kommt zu mir. Sehr gut. Oh mein Gott. Gar nicht übertrieben. Aber geht alles klar. Noch ein Pilz? Da nicht, aber dann vielleicht da. Jawohl. So, vorsichtig. Okay. Oh Gott, den habe ich nicht gesehen. Okay, und runter. Einfach raus. So, ich hoffe, ich kriege noch eine Coin fehlt. Da ist sie. Okay, wir haben alle Coins. Jetzt nur nicht sterben. Das wird's dämlich. Oh, okay, sie ist ein Bonus. Sie ist optional. Ah, dafür gibt es zwei Leben. Sehr schön. Schöner Bonus.
Dann könnte man sich das dritte Leben praktisch noch holen über diese Zielstange und hat dann drei Leben geschafft. Im Endlos-Modus. Cool. Sehr cool. Jetzt gucken wir noch kurz, ob wir die Beschreibung hätten lesen sollen. Simple Platforming, many Power-Ups, easy, medium Difficulty, 2 von 10. Okay. Jump on Cannonballs to proceed. A few Power-Ups, Medium Difficulty, 3 von 10. Eine Minute Weltrekord. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also ich muss da drauf springen, um weiterzukommen. Das habe ich verstanden. Ach so. Ja gut. Oh boy. Jetzt funktioniert's. So. Da passiert nichts. Jetzt schießen die quer. Genau. Kriegen wir hin. Na gut, ich sehe einen Checkpoint, von daher egal. I don't care. Jetzt kann ich hier hoch. Und bekomme einen Pilz. Sehr schön. Und da muss ich jetzt... Ah, verstanden. Wie weit geht das? Das reicht nicht. Ja, war klar. Möglichst spät also. Dann passt die Geschichte auch schon. Oh, gehen wir gleich weiter. Ja, schönes Level. Hat eine schöne Schwierigkeit. Kann man anbieten. Und da oben ist wieder ein Checkpoint. Pilz. Ah, na klar. Aber jetzt hat es zum Beispiel die anderen auch noch mitgezogen. Das heißt, die braucht man gar nicht alle. Das ist ganz gut. Da reichen auch zwei. Jetzt darf ich mich hier noch nicht treffen lassen. Und dann denke ich mal, haben wir es auch bald. Denn der Rekord war ja eine Minute. So viel länger kann es jetzt auch nicht mehr sein. Wir warten lieber eine Runde. So. Und da oben wäre noch... Nein, da oben wäre noch was gewesen. Ah, wahrscheinlich eine Münze oder ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, ich hoffe kein großer Bonus. Ich hoffe kein großer Bonus. Sorry, ich hab's verpasst. Ich hoffe kein großer Bonus. Gut, wir steigen wahrscheinlich wieder in der Schwierigkeit. Masochistic Muncher Mission. 7 von 10. Many Munchers on Tracks. 2 Checkpoints, keine Power-Ups. Pretty hard level. Hat noch keiner geschafft und 9 haben es versucht. Insgesamt 73 Mal versucht. Oh, Chosen, was hast du getan? Masochistic Muncher Mission. Dann weiß ich aber natürlich auch überhaupt nicht. Okay, hier ist nichts. Ah, ich kann gucken, doch, ich kann gucken, wie lange Chosen gebraucht hat. Dann kann ich einschätzen. Ach, du Schande. Okay. Die fallen runter, ne? Die fallen jetzt bestimmt runter. Das wäre nicht so gut. Ja. Ja. Oh, Gott, ah, nein, ich hätte einen großen Sprung machen müssen. Ah, da kommt bestimmt der erste Checkpoint. Ah, das lief gerade viel zu gut. Dafür, dass ich... Ach, schade, dass ich jetzt da hinten so einen Blödsinn gemacht habe. Ärgerlich. Gut. Ärgerlich. Was mache ich denn jetzt?
Oh Leute, hier waren vorhin drei. Jetzt sind nur noch zwei. Auch in Ordnung. Nein, ich hätte es... Oh. Ich muss da gar nicht hektisch werden. Es ist alles in Ordnung. Es ist nicht schwierig. Ich glaube, nach der Tür wird noch kein Checkpoint kommen. Der wäre fast zu bald ein bisschen der Checkpoint. Dafür, dass es noch keiner geschafft hat, kann da nicht sofort der Checkpoint. Oder es ist eine ganz neue Stelle dann, wo es keiner geschafft hat. Weil das bisher geht alles noch voll klar. Das ist noch keine 7 von 10. Und wenn selbst Chosen eine 7 von 10 gibt, dann... Ja. Ach was. Kann ich da stehen? Nein. Jetzt wieder drei hier. Das klappt ja super. So. Ah, das geht eigentlich klar. Aber jetzt das hier. Oh. Ich könnte es halt auf Glück versuchen, aber... Ja, wobei man hat eigentlich relativ lange Zeit, irgendwo zu stehen, wenn man nicht gerade auf die zwei Kleinen achtet. Na, hier kann ich jetzt stehen, jetzt kann ich hier stehen. Bin ein bisschen zu weit rüber. Das geht klar, das kriegen wir hin. Den Raum kriegen wir hin. Auch diesen Raum kriegen wir hin. So schnell werde ich hier nicht aufgeben. Ich darf mich vor allem nicht von diesen, dass es noch keiner geschafft hat, entmutigen lassen. Das heißt überhaupt nichts. Ach. Ich will in den nächsten Raum wieder rein. Ich will nicht hier. Das haben wir jetzt schon geschafft. Das ist jetzt einfach nur wieder doof, das noch nicht geschehen. Das jetzt immer wieder neu machen zu müssen. Das ist halt immer das. Immer dann der gleiche Quatsch. So, die Münze da unten kann mich mal. Bin halt vor allem gespannt, was da noch so kommt. Das will ich schon gerne sehen. Okay. So. Konzentration. Das ist nicht schwierig. Nein, jetzt bin ich... Ah, ich muss aber halt sofort weiter. Das muss ich schon machen. Ich muss sofort weiter. Ah, aber ich würde lieber den einen Raum nur ausprobieren können und nicht jetzt hier wieder den Anfang nochmal spielen. Der Anfang ist nicht das Problem. Ich kann halt auch nicht hektisch hier schnell durch. Das funktioniert nicht. Hier schnell spielen geht nicht. Ich muss hier Geduld haben. Sonst mache ich zu viele Fehler und dann komme ich erst recht nicht weiter. Frag mich, ob man in die Röhre rein kann, aber ich probiere es lieber nicht aus. Werde ich nur abgesch... Nein, ich hätte einen kleinen... Jetzt hätte ich einen kleinen Sprung machen müssen. Wahrscheinlich sollen da normalerweise drei dran sein. Die drei sind richtig und wenn es zwei sind, dann ist es wahrscheinlich falsch. Weil drei sind jetzt immer wieder aufgetaucht. Ich denke, die drei ist die richtige Zahl. So. Sind wir wieder hier. Vielleicht fange ich doch bei der an. Und mache es dann wirklich Stück für Stück. Easy. Da ist mein Checkpoint.
frage mich jetzt gerade, oh Gott. Laufe ich durch, wenn die oben ist? Ich denke ja. Ja. So. Scheiße. Mal gucken, wie der Rhythmus ist. Jetzt könnte ich springen. Ah, dann kommen halt die da hinten gerade. Oh, das wird nicht hinhauen. Ich werde hier Quatsch machen. Scheiße. Oh, dieses Geräusch, das, oh, das hat es noch gebraucht. Unter dem unteren könnte ich theoretisch durchrutschen, wenn ich das richtig time, ne? Das müsste eigentlich funktionieren. Oh, jetzt richtet mir wieder einer auf dem Anrufbeantworter gerade drauf. Bla 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 bla. Ich hoffe, man hört ihn nicht. Ich rede einfach weiter und ihr hört nichts. Nein, das haut nicht hin. Es hat. Nein, es hätte hingehauen. Ich hab's gedacht, es haut nicht hin, aber es geht. Okay. Dann ist der Sprung gar nicht so schlimm. Dann ist der Sprung gar nicht so schlimm. Oh Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Jetzt muss ich nur wieder durch den anderen Raum kommen. Ah, dann ist der Sprung gar nicht so schlimm. Oh, Himmel hilf. Nein! Ah, da ist dann der Checkpoint. Erster Checkpoint von zwei. Ich frage mich halt, was noch kommt. Bisher scheint es okay zu gehen. Okay, so, den haben wir wieder. Und ab. Das geht eigentlich auch klar. Und wenn der untere kommt und ich da drüber springe und das richtig time, haben wir es schon. Ich muss nur noch einen zweiten Sprung ansetzen und dann hat es funktioniert. Mist. Ja, jetzt. Das wird natürlich dumm. Das wird natürlich dumm. Aber ja, man spürt diese Chosen-Qualität. Und diese Chosen-Schwierigkeit auf jeden Fall. Will nicht wissen, was er für 10 von 10 Level baut. Wenn das für ihn 7 von 10 Schwierigkeit ist. Uah. Ich habe Angst. Ich hoffe, er hat noch keins gebaut. 10 von 10. Und Abflug. Also das funktioniert. Da komme ich durch. Glaube, bei der nächsten Runde haut's hin. Na, jetzt habe ich es verhauen. Mich nicht.
was war das denn jetzt? Warum ist die denn nicht runtergegangen? Nee, passt. Okay. Und Abflug. Jetzt war da oben die andere. Das war knapp. Uff. Kein gutes Pattern gehabt, aber durchgekommen. Abflug. Mann! Ich muss im Prinzip dann springen, wenn die gerade oben sind, weil dann lande ich ja und die sind gerade unten. Und dann noch ein Sprung und ich bin hinten. Aber ich bin zu doof dafür. Ich würde zumindest gerne in dem Part noch bis zum Checkpoint kommen. Was war das denn jetzt für ein Blödsinn? Okay. Da hätte ich das. Wäre wieder ein kleiner Sprung gewesen, aber ich hätte ihn erst ein bisschen runterfahren lassen müssen, die Plattform. Ach, da war ich wieder ungeduldig. Ich will nicht in dem Raum. Ich will auch nicht im nächsten Raum. Ich will in den Checkpoint-Raum. Da will ich hin. Aber wenn ich dann hinten bei dem letzten Manche sterbe, über dem Leben, dann, dann kriege ich so eine kleine Krise. Das wird nicht passieren. Das wäre sehr... Oh Gott. Ja, selber schuld. Das wäre sehr ärgerlich. Oh boy, was mache ich denn hier für einen Quatsch? Okay. So. Oh, das war knapp. Ich wäre fast in den anderen reingerutscht. Nein! Da bin ich doch noch nie vorher gestorben. Ich mag das nicht, wenn ich an neuen Sachen sterbe. Zum Beispiel da. Ich auch noch nie gestorben vorher. Mist. Großer,
großer. Mist. Ach, jetzt ist wieder so eine Phase, wo ich genervt bin. Und irgendwas zerschlagen möchte. Passt. Abflug. So. Da sind wir wieder. Mensch, lang ist's her. Nee. Totaler Blödsinn, den ich hier mache. Totaler Blödsinn, den ich hier verzapfe. Mann. Ah, ich weiß, was... Ja, ich weiß, was passiert ist, wenn da nur zwei sind. Dann sind die, glaube ich, genau ineinander, die zwei anderen. Deswegen sieht es aus wie zwei, aber es sind eigentlich immer drei dort. Und je nachdem, wie ich halt da reinkomme, spawnen die anders und manchmal spawnt ihr dann in dem anderen drin. Und dann sieht es aus wie zwei, obwohl es drei immer nach wie vor sind. Ja, ja, so ist das. Oh boy. So, ich will mal was testen. Okay, es ist immer ein Sprung. Also es geht auf jeden Fall mit einem Sprung. Die sind ganz kurz immer oben. Der erste Versuch war noch der beste, das ist so ärgerlich. Nee, jetzt kommt der da oben gerade. Na, kürzerer Sprung. Aber der erste Versuch war so gut, dann hätte ich nur noch einen Sprung weitermachen müssen. Wie habe ich das denn gemacht? Mist. Mist, Mist, Mist. Das ist echt Mist. Ah, es war klar, war jetzt so geduldig. Muss mal kurz hier mein Handy abstecken. Das lädt gerade auf. Und hat 100%. Dann muss es nicht länger. Aufladen. Ei. Dank Mario Kart Tour. Zieht mir das gerade so viel Akku. Das ist unglaublich, ich muss es ständig aufladen. So. Oh Junge, ich habe ein schlechtes Pattern. Ah, gerade so. Nein, was war... Bin ich dumm? Bin ich lost gerade gewesen, ey. Jetzt ist auf der rechten Seite der Kopfhörer raus. Super. Jetzt höre ich alles nur links. Nicht so angenehm. Erweitere dein Akustikerlebnis. Moment, ich muss mal ganz kurz hier am Kabel ziehen. So, jetzt höre ich wieder alles. Okay.
Das funktioniert ja noch. Aber hier. Ey, und wenn ich da drüben an diesem einen Mancher sterbe, ich raste aus. Das wäre so kacke, wenn ich es durch den Quatsch hier schaffe und dann an dem Mancher sterbe. Oh nee, ey. Will das nicht. Ich weiß nicht, wie ich es timen soll. Mal auch schon überlegen, ob ich mich einfach durchducke durch den, ob ich das irgendwie getimed kriege. Aber es ist alles nicht so optimal. Ach, jetzt wollte ich wieder. Und Moment mal, Chosen musste das ja ohne Checkpoint. Oh mein Gott. Chosen musste das ja ohne Checkpoint spielen, um es hochladen zu können. Bist du denn des Wahnsinns, Kollege? Bist du denn komplett des Wahnsinns? Das kann man doch nicht ohne Checkpoint. Das geht doch nicht. Wer schafft das denn ohne Checkpoint, bitte? Wie lange hast du dafür gebraucht, bis du das ohne Checkpoint gespielt hast? Das ist ja komplett krank. Ich weiß nicht, was noch kommt, aber das wird sicherlich nicht einfacher. Guten Morgen. Das hat nicht hingehauen. Wow, 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 wow. Ich habe gerade einen Rhythmus verloren, aber es hat noch funktioniert. So, wir stehen wieder hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier durchkommen soll. Ich mach's immer genau verkehrt rum. Ich muss dann springen, wenn die oben sind, verdammt. Ich muss dann springen, wenn die oben sind und er gerade bei mir ist, der untere. Dann müsste es passen. Dann muss ich noch auf den oberen achten, aber dann sollte es eigentlich klar gehen. Aber ich mach's halt einfach nicht. Komm, ich will in dem Part noch zu dem Checkpoint kommen. Das ist mein Ziel für den Part. Das ist mein Ziel für den Part. Zum Checkpoint. Zum ersten. Nächste könnte passen. Ich mach's immer verkehrt rum. Warum? Warum erkenne ich das denn nicht? Ich muss springen, wenn die oben sind, nicht unten. Nicht, wenn sie gerade hochfahren, wenn sie oben sind. Dann. Sonst haut's nicht hin. Genau dann muss ich springen, wenn die gerade. Ach, komm schon. Leck mich doch. Schätze, wir kommen dem Part nicht mehr zum ersten Checkpoint, weil ich will trotzdem jetzt nicht über die halbe Stunde großartig weit raus. Ich könnte es vom Hochladen her mir zwar leisten, aber ich will jetzt eigentlich auch nicht so riesig lange Parts produzieren. Das ist nicht so gut. Wir probieren es jetzt noch einmal und dann, wenn es jetzt nichts wird, vielleicht im nächsten Part. Ach Mist!
Ah, wir sehen uns im nächsten Part. Da gucken wir uns erstmal das andere Level an. Ich habe jetzt auf das Level hier gerade keine Lust mehr. Danke fürs Zuschauen und tschüss.